Go in Six Weeks 2014, vierte Etappe in Dagmersellen. Heute fangen wir am Nachmittag um 3 Uhr mit der Reportage an. Und da hat sie so ausgesehen im Zielraum in Dagmersellen. Gekogelt und fast noch geschneit. Die Bilder aufgenommen von Dominik Meier, dem einen OK Presi. Am Nachmittag, da sehen wir das Team von Datasport, das den Zielraum wischt. Ja, und am 4. vor 6, kurz vor den Kids, hat es dann so ausgesehen. Regen, Überbleibsel von dem Hagelschauer, aber die Sonne hat geschonnen. Und die kleinsten U10 und U12 haben sich trotz dem garstigen Wetter am Nachmittag bereit gemacht für ihren Lauf heute in Dagmersellen. Auf der linken Seite haben wir den Danny Fetsch wieder gesehen, grosser Favorit natürlich auf den Sieg. In dieser Kategorie nassen Boden, aber von oben ab war es bei ihnen einigermaßen trocken gewesen. Da sehen wir das wechselhafte Wetter, Sonne auf der einen Seite, dunkle Wolken über den Kirche von Dagmersellen auf der anderen Seite. Und dann ist es losgegangen bei den U10 und U12 Kategorien. Bekanntes Bild vorweg im roten T-Shirt, der Danny Fetsch und die anderen Meute hinten noch. Ja, und währenddem die ganz Kleinen auf der Strecke sind, haben wir Andi Bösch mit seinem Medeistöff angetroffen. Da sehen wir ihn gerade noch hinten nachfahren und hat ihn gefragt nach dem Wetter. So, wir haben Andi Bösch wieder einmal bei uns. Der Medeismann mit dem Töff. Ja, Andi, sehr kaltes Wetter heute, sehr spezielles Wetter heute hier in Dagmersellen. Weißt du den Grund dafür? Habt ihr bei euch die Kältekammer die Tür offen gelassen? Oder wieso ist es plötzlich so kalt? Ja, es sieht fast so aus, dass wir die Türen offen gelassen haben, aber das ist nicht der Fall. Wobei, schlechtes Wetter gibt es ja nicht. Es gibt nur schlechte Kleidung. Von dort her sind wir, glaube ich, gut vorbereitet. Ja, und erzähl uns doch mal schnell. Jetzt, du bist immer mit dem TÜV unterwegs. Ihr habt jeweils einen Arzt oder einen Rettungssanitäter organisieren. Ja, bist du das letzte Mal gegangen? Zum Beispiel im Bucher Rhein mit dem Anstieg am Schloss? Also das letzte Mal war eigentlich ziemlich ruhig, bis ganz kurz vor dem Ziel, wo wir Läuferinnen haben müssen, speziell mit Wasser- und Streichleinheiten helfen. Aber sonst war es eigentlich ziemlich ruhig. Wobei eben etwa bei Kilometer 6, dort, wo es der Uli vermutet hat, haben wir das Gefühl, wir hätten den Hammermann gesehen. Aber es war dann doch nur ein aufgeschreckter Hase, der zum Bösch rausgekumpelt ist. Hass gegeben, oder? Ja, wie sieht es heute aus? Wer habt ihr heute auf Platz zum Helfen bei euch? Ich glaube, wir sind sehr gut positioniert heute. Der TV Dagmersellen hat eine ganze Arbeit geleistet. Vielen Dank. Herzlichen Dank möchte ich auch sagen im Dr. Rauch von Dagmersellen, der extra heute hergekommen ist, seine Freizeit opfert und für uns heute als Notarzt zur Verfügung steht. Ja, danke auch von unserer Stelle. Ja, für die Athletinnen und Athleten ist also gesorgt. Und als Erster kommt dann von dieser Strecke zurück der Danny Fetsch. Er gewinnt auch heute wieder zum vierten Mal in Folge bei den U12 Buben. Dann haben wir weiter mit dem 314 den Jonathan Garbelli. Er wird Zweiter bei den U12 Buben. Dann haben wir hier die Anna Thaler und den Lionel Schneider. Die Anna Thaler gewinnt bei den U12 Mädchen. Dann der Justin Frey. Er gewinnt bei den U10 Buben. Dann der Leuk Schneider, zweiter U10 Buben, Diana Grüter in der Nacht. U12 Mädchen, da ist sie. Dann Jonas Müller und Fabian Müller. Fabian gewinnt bei den U10 Mädchen. Dann Björn Schüppach kommt zurück Richtung Start und Ziel. Dann Nina Peter. Sie wird dritte bei den U12 Mädchen. Und dann Silas Bühlmann, dritter U10 Buben. Und wir haben Alois gefragt, wie das heute am Nachmittag beim Aufstellen war. Ich weiß nicht, wie es am Nachmittag hier war, als wir am Aufstellen waren. Ja, da ist es im Anfang gut gegangen und dann hat es angefangen zu schütten und alles nach etwa anderthalb Stunden. Und dann war halt etwa 40 Stunden Pause. Dann ist wieder gegangen. Das war da schnell wie im Winter, oder? 10 cm Schnee und so. Das ist aus und kalt und gehagelt hat es da. Kaum hat man ja gar nicht mehr gesehen auf der Straße. Okay. Und was meinst du für in einer halben Stunde, wenn das Rennen anfängt? Wie wird das Wetter sein? Ja, ich hoffe, es ist gut. Es ist schon richtig Lustbubenwetter. Gell? Hallo, merci. Ja, und damit kommen wir zu den nächsten Kategorien U14 und U16.
Die altbekannten am Start. Michel Belchon sehen wir hier rechts. Der Björn. Nein, das Sven Ackermann in der Mitte. Links der Dario Steinmann. Und auch innen ist es dann losgegangen. Der Himmel hat sich wieder ein bisschen zugezogen, hat dann angefangen zu regnen. Hier sehen wir die Athletinnen und Athleten auf Strecke gehen. Und etwas später kommt in seinem unverkennbaren Laufstil und im strömenden Regen der Sven Ackermann als Erster zurück. Gewinnt also bei der U16 vor dem Dario Steinmann, wo wir hier sehen, Richtung Ziel laufen. Siegerin bei der Mädchen U16, Michel Belchon. Zum vierten Mal bereits die Saison. Dann haben wir hier den Nicola Weber, der bei der U14 Buben gewinnt. Hinter nachher den Lukas Steinmann und wir haben den Sven Ackermann nach dem Wetter gefragt. Nicht das Beste, aber. Ja, es. Geht noch zum Säckeln. Kein Problem war zum Säckeln? Nein. Am Schluss ein bisschen sehr nass, aber. Geht gut. Ja, und dann ist auch noch Tamara Hirsch ins Ziel gekommen. Sie gewinnt bei der U14 Meitschi. Sie bekommt vom Sven Ackermann gerade noch die Jacke zugesteckt. Und dann fangen wir noch mal aufs Wetter schauen. Im Moment starker Regen, aber auffällig am Horizont gesehen. Und währenddessen trudelt Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen. Hier sehen wir Karin Hansen-Zimmermann. Sie ist Siegerin des Going Six Weeks vor 2 Jahren. Dann der Pedro Carvalho Cardoso, das sind Daniela Matter und Miriam Niederberger. Und die Athletinnen und Athleten haben aber, soweit es gegangen ist, Schärme gesucht, sind am Schärm eingelaufen. Und dann haben wir den Dagmar Seller Massimo gefragt, was mit dem Wetter eigentlich los ist. Was hat er gemacht? Ich weiss auch nicht. Also, eigentlich kann ich es fast nicht vorstellen. Wir sind so nette Leute, Dagmar Seller. Ich hätte mir das schönste Wetter verdient. Also haben wir schon anders bestellt, als es jetzt gekommen ist, oder? Eigentlich schon, ja. Wäre anders gedacht. Na gut, wir haben noch ein paar Minuten, vielleicht tut es wieder auf. Gell? Die Hoffnung stirbt am Schluss. Genau, die Hoffnung haben wir nicht verloren. Bis jetzt ist es noch immer schön geworden. Aber weiterhin das Bild. Die Athletinnen und Athleten sind am Schermen. Wir haben bereits 4:45 gehabt. Richtung Westen war es dunkel gewesen, aber auf die andere Seite, Richtung Kreuzberg rauf, hat es wieder angefangen aufmachen. Nach wie vor also noch Regenwetter und am Schermen gestanden ist der Pedro Carvalho. Gefällt dir das Wetter hier in Dagmersellen? Bist du bereit für diesen Lauf? Ja, dieses Wetter nicht schön im Moment. Probier gut laufen und probier erste Platz. Heute krank David, ich glaube. Und probier schönes Resultat für die Final. Dafür ist heute Hugo Odermatt dabei, der letztes Jahr die Serie gewonnen hat. Meinst du, kannst du mit ihm mitgehen? Ich glaube nicht. Ja. Hey. Okay. Wünsche dir viel Vergnügen trotz dem Wetter. Viel Spaß. Ja, danke vielmals. Ja, wir schauen noch ein weiter rum. Wer rum ist? Susan Tanner. Dritte Moment in der Gesamtwerte bei den Frauen. Dann sehen wir Marco und Martino. Und wer uns auch aufgefallen ist, ist eine alte Bekannte. Erste Etappe, wer sich mal erinnert, Flavia Stutz hat dort überragend gewonnen. Ist heute wieder am Start. Wir schauen, wie es ihr geht. Und auch am Start haben wir Daniela Matter und Anna Tina Bühler getroffen. Kommt der Ruf? Der Mann? Wie ist die Stimmung bei euch trotz dem Wetter? Gerade nicht so euphorisch. Ja, es ist wieder typisch, oder, für Going Six Weeks. Also, das... Was hast du schon gesagt? Mal, es kommt gut. Ja, danke. Daniela und Annatina also parat. Und natürlich fehlt noch das obligatorische Interview mit dem Ueli. Ueli, wie ist bei dir die Stimmung heute? Ja, wie ist das Wetter? Nein, das ist ja verschissen. So etwas habe ich noch nie erlebt. So demotiviert wie ich bin, glaube ich, noch nie im Start gestanden. Aber es tut pünktlich auf die 7 auf, wie immer, oder? Ja, das ist der einzige Lichtblick, der heute ist, ja, aber sonst... Ja, ja. Nein, eigentlich sollte ich nicht so reden, aber...
Wie hast du dich vorbereitet heute? Passend zum Wetter mit Glasse oder so? Oder? Nein. Ich habe ja gesagt, es muss wieder Fleisch her, nicht mehr vegetarisch. Jetzt habe ich heute so richtige Wurstsalat reingefressen. Ein Kilo. Nein. 500 Gramm, aber noch mit Käse dazu. Deep top. Einfach parat und angriffig und alles. Deep top. Kann losgehen. Und jetzt muss ich einfach schnell säckeln, dass ich warm mache. Ich meine, es gibt ja nichts Einfacheres, oder? So viel Vergnügen, viel Spass, gell? Merci. Ja, am Schluss also doch noch ein bisschen positiver, der Ueli. Und dann haben wir noch den heutigen Promiläufer, den Hugo Odermatt. Ja, danke, ist gut. Ja, tip top, freue mich. Trotzdem Wetter. Wetter? Ja, nein, das ist nicht mein Wetter, aber du, jetzt ist es so. Machen wir es. So viel Vergnügen, einen Weg, gell? Danke. Ja, und dann ist es also losgegangen, der Hugo Odermatt, Gewinner von der Six Weeks letztes Jahr overall. Ist also mit dabei. Grosser Anwärter auf den heutigen Tagessieg. Grosser Abwesender, der David Rüdlinger, der leider krankheitshalber nicht kommen konnte und somit aus der Wertung fällt zur Gesamtwertung 2014. Ja, und der Hugo hat das gemacht, was wir letztes Jahr von ihm immer gesehen haben. Er hat das Zepter übernommen, ist an die Spitze gegangen, hat die Fünfergruppe vorher eigentlich auch schon aufgesprengt. Hinter ihm der Cyril Kobler, der Pedro Carvalho Carloso, der Armin Leibengut und der Klaas Puls. Ein bisschen weiter hinten sehen wir noch den Ueli und dann noch mal ein bisschen weiter hinten den Marco Odermatt. Ja, und da geht es also langsam in die Steigung rein, Richtung Kreuzberg rauf. Wir werfen den Blick hinten Richtung Feld, das sich schon stark in die Länge gezogen hat. Mit dem gelben Shirt sehen wir, glaube ich, Anna-Tina Bühler. Ja, und der Hugo hat das Tempo gemacht. Der Ueli hat am Anfang mitgehen. Ziemlich gleich müssen abreissen lassen. Da sehen wir, wie der Marco hinten wieder an Ueli herkommt. Die zwei also schon bereits am Anfang am Fighten. Und der Klaas Puls sehen wir hier hinter den ersten vier, der ein bisschen muss abreissen lassen. Und auch der Siri Kobler und der Pedro Carvalho. Ihr könnt nicht ganz das Tempo vom Hugo Odermatt mitgehen, müsst ein abreissen lassen. Wir sind dann beim Hirschpark hinten. Das Wetter, wie wir sehen, hat aufgemacht. Wir schauen runter auf die Strecke. Und als erster unten zum Wald aus kommt natürlich der Hugo Odermatt mit bereits relativ grossem Vorsprung. Als zweiter kommt dann der Siri Kobler, gefolgt vom Pedro Carvalho Cardoso. Da sehen wir übrigens, wieso dass man da immer vom Hirschpark redet. Da hinten werden die Hirsche gezüchtet. Also der Hugo Odermatt an der Spitze beim Anstieg, dann der Siri Kobler und der Pedro Carvalho dahinter. Puls Klaas als Nächster. Dann sehen wir hier den Marco Odermatt und hinter der Ueli, der jetzt also seinerseits ein bisschen abreissen musste. Dann haben wir den Martin Williger, der Philipp Joller und der Ralf Rötlis Berger, die als Nächste kommen. Die Hirsche rennen auch rum. Und dann ist bereits die erste Frau gekommen. Wenig überraschend, Flavia Stutz in einer Vierergruppe. Und wir haben dann weiter müssen mit dem Hugo Odermatt in seinem unverkennbaren Stil. Hat hier oben an der Steigung gute 10 bis 20 Sekunden Vorsprung. Im Hintergrund sehen wir noch den Siri Kobler und den Pedro Carvalho. Hier oben geht es dann also durch den Wald. Wieder führen Richtung Kreuzberg. Wir nehmen hier ein paar Impressionen mit. Der Hagel, der am Nachmittag gerührt hat, ist größtenteils wieder weggetaut. Und dann ist fast ein schönes Wetter. Hier beim Blick von Kreuzberg auf die Tagesellen oben runter. Als erster kommt dann also bei der 7-Kilometer-Marke der Hugo Odermatt an. Zu diesem Zeitpunkt hat er schon gute halbe Minute Vorsprung geschätzt auf den Cyril Kobler, der als zweites kommt. Kobler, Entschuldigung. Folgt vom Klaas Puls und vom Pedro Carvalho Cardoso. Als nächster Armin Leibengut. Die zwei also auf gutem Weg, ihre Position in der Gesamtwertung zu verteidigen. Und als nächster, überraschend, kommt der Ueli vor dem Marco. Marco hat also hier oben führen durch den Wald müssen abreissen lassen. Ueli können Tempo machen.
Kleiner Vorsprung vom Ueli. Es sieht also dann aus, dass der Ueli heute wieder ein Zeit gut machen bzw. seine Führung auf Marco ausbauen. Ja, und dann immer noch als erste Frau kommt Flavia Stutz. Hier bei Kilometer 7, wie gesagt. Als zweite bei den Frauen heute Miriam Niederberger. Und hinter dort in dieser Gruppe sehen wir schon bereits Daniela Matter, die ja heute die Gesamtführung übernehmen könnte, wenn sie dann noch Tina Bühler genug Zeit abnimmt. Ja, und genau die ist dann als nächste gekommen, dann noch Tina Bühler. In guter Verfassung, wie es scheint. Und dann Karin Hansen-Zimmermann noch etwas weiter hinten. Und wir haben uns dann Richtung Ziel aber begeben, sind dann noch mit den Dagmarseller-Jungs ein bisschen mitgegangen. Und auch unseren Madbase-Mann haben wir gesehen. Der Magnus Hagen, wie man ihn kennt, immer zum Späßchen aufgelegt. Macht auch noch den Flüger. Hat sogar noch den Schnuff, um ein Interview mit ausführen. Und wir springen dann zum Ziel runter. Die ersten drei haben wir leider verpasst. Es hat gewonnen der Hugo Odermatt. Vor dem Klaas Puls und dem Cyril Kobler. Vierter der Carvalho, Pedro Carvalho Cardoso. Fünfter der Armin Leibengut. Sechster der Uli Küttel. Hinter ihm der Martin Winiger. Als siebter, ein bisschen später, dann der Marco Ottiger. Der Uli hat also seinen Vorsprung können bis ins Ziel bringen. Dann haben wir als nächstes den Philipp Joller von dem Ralf Rüttisberger. Und dann kommen wir bereits zu den Frauen. Flavia Stutz gewinnt also auch heute wieder. Zwei Rennen gemacht, zwei gewonnen. Makellose Bilanz. Sie gewinnt also bei den Frauen vor der Miriam Niederberger. Dritte heute wird Daniela Matter. Da sehen wir sie ins Ziel kommen. Vierte bei den Frauen, Anna Tina Bühler. Und bereits bei der Zieldurchquerung hat sich gezeigt, sie hat heute zu viel Zeit verloren. Daniela Matter hat die Führung übernommen. Bei den Frauen die Gesamtwertung. Trotzdem Anna Tina Bühler zufrieden. Shake hands zwischen diesen zwei. Als fünfte kommt dann Karin Hansen-Zimmermann ins Ziel. Und als sechste Susanne Tanner. Sie hat also wieder ein gutes Resultat von der letzten Etappe heute bestätigen. Ja, und dann der Magnus Hagen wieder mit dem Flüger ins Ziel. Super, auf! Ja, und dann schauen wir im Ziel um. Die Athletinnen und Athleten sind sich am Verpflegen. Und wir gehen zu der Daniela Matter, die heute ein bisschen Blessuren davon getragen hat. Sie ist ein bisschen gezeichnet aus, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Die Hand an, musst du nachher noch fragen. Sturz im heutigen Rennen, aber neue Gesamtführende. Was meinst du dazu? Ja, cool. Ich bin selber überrascht, dass es mir so gut gegangen ist. Ja, ich habe es ja letztes Mal angekündigt und habe alles gegeben und es ist aufgegangen. Ja. Wir stehen noch Tina hinten rauf und beim Hirschpark schon ein bisschen können Boden abnehmen und nachher oben noch durchziehen, oder? Ja, ich habe sie echt gar nie gross gesehen. Ich habe immer gedacht, oh Gott, sie kommt noch von hinten. Und ich habe dann mal hinten geschaut und habe gemerkt, dass es reicht. Und ja, hat motiviert. Also zufrieden mit dem heutigen Tag, dem Fall. Trotz Sturz und trotz ein bisschen garstigem Wetter. Mal, kann man schon sagen, ja. Ja, also eine zufriedene Daniela Matter. Im Ziel ein bekanntes Bild. Schwätzli werden gehalten nach dem Feierabend quasi. Es wird sich verpflegt, bevor es dann an die Wärme geht. Und wir haben die beiden Tagessiegerinnen. Miriam bei mir, die ersten und zwei Platzierten heute. Ja, die Jungen haben sie den anderen gezeigt heute. Wie war für euch hier der Kreuzberg, unsere Alpdüse mit garstigem Wetter und allem, was dazugehört? Ja, ich habe es eigentlich unterschätzt. Also ich habe die Strecke gar nicht gekannt. Aber ich bin gefragt, wie der Aufstieg durch war. Ja, dann ist es nur noch runtergegangen, die letzten 2 Kilometer. Aber oben durch den Wald, wenn man dann hinter mal oben ist, hat euch das gefallen? Oder? Wie war das dort, das auf und ab dort oben? Ja, das war sehr schön. Und eben, es war regnerisch gewesen, hinten oben. Ist es rutschig dort über die Wiesen ab? Oder wie ist das euch gegangen? Ja, sehr. Also, es ist ein paar umgekehrt, aber ich zum Glück nicht. Ja, ich hatte ein paar Mal Glück gehabt. Und jetzt zufrieden mit dem heutigen Tag, eben erst zweite? Ja, sicher. Ja, tipptopp, ja.
Sehen wir euch noch einmal die nächsten zwei Etappen? Nein, mir nicht. Ja, ich kann das nächste Mal planen. Hoffentlich ist das Wetter ein bisschen besser. Aber wenn ich das geschafft habe, dann kann es eigentlich noch besser werden. Ja. Ich würde auch sagen, kann noch besser werden. Gratuliere euch und ja, geht an die Wärme. Geht euch aufwärmen. Danke. Ja, also der Kreuzberg in Dagmersell, doch eine anspruchsvolle Geschichte, wenn man es nicht gewöhnt ist. Und wir haben von Marco wissen, wie er das Terrain gefunden hat, als Terrain-Experte. Es war eigentlich optimal gewesen, vor allem ab. Wir haben ein neues Terrain entdeckt, es ist wieder eines unseres. Was meinst du? Ich denke es auch, also heute extra die ganz profilhaft auf die Schuhe angelegt hat. So. Für heute, weil wir gewusst haben, es ist sehr steif, aber ich habe es sicher genützt im Vergleich zu letztes Jahr. Es war schwierig, hinter über die Wiesen ab. Also schwierig, stehen zu bleiben oder schwierig umzukehren? Sag du es mir. Auch stehen bleiben war echt schwierig, aber es hat geklappt. Ja, also wir haben es von Pascal und von Marco gehört. Wer ein bisschen polysportiv unterwegs ist, hat auch den Six-Weeks-Vorteil. Dann werfen wir mal einen Blick nach hinten. Da sehen wir, Elisabeth ist Ziel gekommen. Sie wird heute 25. bei den Frauen overall und 5. in ihrer Kategorie. Und ihr ist auch so gegangen wie anderen. Hat es hinten auf der Wiese leider umgerührt. Entsprechende Spuren. Aber für das gibt es ja eine Waschmaschine, eine warme Dusche und während dem draussen schon fast kitschiges Wetter angesagt ist, begeben wir uns in die Halle rein. Es ist Zeit für Speis und Trank. Der Turnverein Dagmersell hat alles bereit gemacht, Kuchen gepackt, Festwirtschaft aufgestellt, der Grillstand ist parat, wo es gute Würste gibt und wir haben den heutigen Tagessieger, den Hugo Odermatt. Vierte Etappe als Promiläufer an der Six-Wings dieses Jahr. In alter Manier weitergemacht, Etappe gewonnen. Bist du zufrieden mit dem heutigen Tag? Ja, ich bin sehr zufrieden. Es war schön gewesen zum Laufen. Ein bisschen heiko dort beim Abgehen. Aber ja, ein bisschen Tempo zurück und nachher ist es gut gegangen. Ja, wie hat dein Niveau gedunkt hinterher? Also, hast du ja nicht so viel gesehen wahrscheinlich. Aber wie gedunkt dein Niveau dieses Jahr im Vergleich vielleicht mit letztem Jahr? Hast du mehr müssen drücken darauf? Oder, ist es eher einfacher gegangen oder wie taugt es dir? Nein, es ist etwa vergleichbar. Ich fühle mich auch etwa ähnlich gut. Obwohl ich im Moment ein bisschen weniger mache als sonst. Aber es war gut. Und schade, dass der Dave nicht da war. Es hat mich Wunder genommen, weil wir sind Trainingskollegen. Es hat mich Wunder genommen, was er getroffen hat. Es wäre sicher ein guter Fight geworden. Du hast ja letztes Wochenende den Stadtlauf gewonnen. Vorletztes Wochenende. Was sind die weiteren Ziele jetzt nach dem Auftritt als Promiläufer, nach 10, die nächsten Rennen bei dir? Der nächste Lauf ist der Sempacher See, Halbmarathon. Dort wollte ich gute Leistung zeigen. Und dann kommt der Baldeckersee und nachher ist nicht mehr geplant. Ist die Saison eigentlich schon gelaufen bei dir? Ja, ich habe dann noch andere Ziele. Ich mache noch Weiterbildung und das hat die Priorität. Gratuliere dir zum heutigen Sieg, bis ein anderes Mal wieder und alles Gute. Danke, viel Vergnügen. So viel also vom Hugo. Merci, bist du heute reinschauen. Und es ist dann gekommen. Also, wo immer gekommen ist, Siegerehrung. Alle erst, zweit und drittklassierten sind geirrt worden, haben Blümchen bekommen. Die neuen Gesamtleader, Daniela Matter und der Pedro Carvalho Cardoso, haben ihr ein gelbes Trikot bekommen. Sind überglücklich. Werdet in Pfaffnau die Trikots verteidigen. Ja, und dann kommen wir langsam zu, natürlich aus unserer Sicht, einem Duell vom Tag. Der Uri Küttel gegen Marco Odermatt. Ja, unser fast härtestes Duell an der Spitze der Gesamtwertung vorne. Uli, obwohl wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass der Berg nicht so deine Stärke ist, sondern ist hinter Marco seine, hast du heute weiter Zeit gut machen. Ja, erzähl uns doch mal schnell, was für eine Taktik war und wie du das gemacht hast. Ja, zuerst wollte ich ein schnelles Rennen wollen. Das ist dann nicht so aufgegangen, weil ich bin nicht gut einlaufen heute. Und dann, ja, jetzt mir am Berg ist das erste Mal ein bisschen streng geworden. Und dann ist das eben nicht mehr geworden mit dem schnellen Rennen. Jetzt einfach nur noch eins gegeben, bis zum Hirschpark auf einem Marco dran zu bleiben und dann die zweite Hälfte ein bisschen schneller versuchen zu machen. Und am Schluss ist der Aufgang, obwohl es noch mal knapp wurde, ist beim Ablaufen. Das habe ich so nicht im Griff auf so glitschigen Wanderwegen. Beim Aufgehen haben wir dich gesehen, in der Nähe vom Uli. Wir sind zusammen in das Tal aufgelaufen.
wo hat er dich nachgepackt? Wo hat er Abstand machen zu dem? Ja, das war eigentlich genau bei dem Punkt, wie er es vorher gesagt hat. Ich habe gemerkt, ich habe das auch gewusst, wenn es einen runtergeht, dann hat er mich einfach. Oder? Das ist meine Schwäche, ist der Abgas drauf. Dort habe ich sicher gewisse Vorteile. Und ja, er hat mir es danach aufgezeigt, wie das genau gemacht wird. Gratuliere ihm dazu. Aber deine Vorteile darauf hast du ja nicht können nutzen können. Du bist ja gleich hinter dem Muli zum Kreuz aufgekommen. Ja, das ist ein bisschen so. Also ich weiss nicht, ob ich einfach am Start ein bisschen zu viel haben wollte. Das könnte sein. Ja, jetzt ist es so gewesen, aber ich bin zufrieden, wie es gegangen ist. Hast du schon Strategie zurückgelegt für die nächsten Rennen, um das wieder umkehren, das Ganze? Ja, Strategie. Also ich probiere sicher noch eine nächste Etappe, wie ich das Profil gesehen habe, geht es auch wieder ab. Es ist für beide eine neue Strecke, die beide noch nie gemacht haben. Und vielleicht bringt dir das genau Glück für mich. Cool, deine Taktik für die Pfaffnau? Ja, einfach kleben bis 500 Meter vor dem Ziel und dann weg. Nein, also mich jetzt einfach heute noch schnell etwas zum Duell. Heute hat es mir einfach dunkel gehabt, ist relativ früh schon relativ schnell bei mir gewesen. Wahrscheinlich schon. Aber ich meine, wenn man nicht wagt, gewinnt man nicht. Und jetzt, nein, ich freue mich sehr auf das nächste Duell. Dort wird es noch einmal sicher spannend, wenn man das Profil anschaut. Ja. Kommen wir noch schnell zum nächsten Wochenende und zu einem Trainingsplan bzw. Wettkampfplan. Uli, dich sehen wir am Zofingen Stadtlauf, wo wir auch werden auf Swissport einen Bericht davon machen. Morgen sehen wir dich dort an, oder? Was machst du am Wochenende? Nein, ich werde nicht dort sein. Ich werde am Samstag und Sonntag ein kleines Training für mich selber machen, im eigenen Rahmen. Ich habe die nächsten Wochenende, wo folgt, noch das ein oder andere Wettkampf und darum tue ich das Wochenende zum Trainieren brauche. Zofingen Stadtlauf, schon Pläne geschmiedet für dort? Ist schon dem flach? Ja, eigentlich wollte ich nicht gehen und jetzt plötzlich geheißen, du musst gehen. Nein, es ist ein flaches Rennen, sicher nur 5,2 Kilometer, richtig Sprinttraining. Meine letzte Wochenende bin ich zu Bern geriegelt, dort hat es nicht so geklappt gehabt, dort hat es mich verstrichen nach Strich und Faden. Und jetzt, Zofingen ist flach und dort riegle ich schon mal. Das Ziel ist natürlich, möglichst lang bei einer Gruppe zu bleiben, dass ich nicht alles alleine muss laufen. Und dann sehen wir dann, was dabei rauskommt. Alle, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche zu Baffa. Ja, der Uli wird also am Samstag am Zofinger Stadtlauf zu sehen sein. Und nebst ihm auch 6 andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den Six Weeks. Und zwar sind das die 7, die für das Go in Six Weeks Team werden laufen. Irin. Baski. Martina. Uli. Susanne. Hitch. Krigi. Go in Six Weeks! Ja, das Go in Six Weeks wird also den Zofinger Stadtlauf aufmischen. Wer nicht persönlich schauen kann, wie es denen eben geht, kann das dann bei Swissport TV machen. Wir machen den Beitrag wie bei den Six Weeks von diesem Lauf. Und das Schlusswort hat, wer könnte es anders sein, den Magnus. Noch eine kleine Anekdote zum Schluss. Cyril, richtig? Ja. Cyril saß hier und hatte gefragt, ob hier noch Platz ist. Dann hat er gesagt, ja, setzt euch ruhig. Und dann wurden die Rangliste wurde aufgeführt. Dann habe ich einfach aus Blödsinn gesagt, dein Name wurde aufgerufen. Und er hat dann gesagt, ach, ehrlich? Und ist hochgelaufen. Und dann habe ich gesagt, nein, war ein Scherz, das ist ein Scherz gewesen. Bis er festgestellt hat, er ist all over Dritter geworden. Und er musste dann doch los. Gratulation. Und er ist das erste Mal dabei. Wo kommst du her? Aus Neuendorf. Aus Neuendorf? Ja, genau. Ich weiß nicht, wo es liegt. Spielt auch keine Rolle. Aber ich finde es gut, dass, oder schön, dass Go in Six Week immer größere Kreise macht und macht Spaß mit euch zu laufen. Und schön, dass du. Und diesmal kommst du auch? Nächstes Mal? Ja? Musst du den dritten Rang verteidigen? Ja, müssen wir lügen. Muss man lügen? Genau. Aber wir sehen dich nochmal öfters. Ja, sicher. Gut. Also, schön. Ja, genau so Sachen sind das, was Six Weeks ausmacht. Da bleibt mir auch nichts mehr anderes zu sagen als eine gute Zeit bis am nächsten Mittwoch in Pfaffnau.